Willkommen bei 10 vor 10. Gut, dass du da bist. 10 Minuten für dich, um nachzudenken, zur Ruhe zu kommen und Gott nahe zu sein. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Großer Gott, ich bin da und du bist da. Ich nehme mir Zeit für mich und für dich. Schenke du mir ein offenes Herz für dein Wort. Und ein Wort für mein Herz. Amen. Stell dir vor, da lebt ein junger Psychiater. Hector, so heißt er. Er trägt eine kleine Brille und liebt es, den Menschen zuzuhören. Das macht er auch sehr gut und das zeichnet ihn als Psychiater besonders aus. Er hat eine gute Freundin, eine noble Wohnung und lebt sein ganz normales Leben. Und doch, so richtig zufrieden ist er damit nicht. Und er kommt auch auf eine Spur, woran das liegen könnte. Hector hat sich immer vorgenommen, die Menschen glücklich zu machen. Und immer mehr spürt er, dass ihm das nicht gelingt. Deshalb wagt er einen Schritt. Er geht auf Weltreise und fragt die Menschen, ob und warum sie glücklich sind. Bist du glücklich? Was würdest du Hector antworten? Hast du überhaupt eine Antwort? Eine simple und doch schwierige Frage. Es ist eine Frage, die mich in der letzten Zeit beschäftigt hat. Und ehrlich gesagt, leicht fällt es mir nach wie vor nicht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Denn einerseits, ja klar, bin ich glücklich. Ich habe eine wunderbare Familie, gute Freunde, eine schöne Wohnung, genug zu essen, ein warmes Bett. Und andererseits, so richtig glücklich fühle ich mich im Moment nicht. Das mag wohl auch an der aktuellen Situation liegen, aber eben nicht nur. Glück? Was ist das überhaupt? Ein Millionengewinn im Lotto? Oder die Würfelzahl 6 bei Mensch ärgere dich nicht spielen? Eine gute Arbeitsstelle? Ein herzhaftes Lachen? Eine Umarmung? Für mich sind es wohl eher die letztgenannten Sachen. Aber vielleicht würdest du etwas ganz anderes aufzählen. Glück? Das kann ja auch für jeden etwas Verschiedenes sein. Und da schließt sich für mich schon die nächste Frage an. Kann man Glück machen? Was braucht es dazu? Oder noch konkreter, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und während ich so darüber nachdenke, kommen mir zwei Gedanken in den Kopf. Glück ist für mich ein bisschen wie ein Schmetterling. Ich wünsche es mir so sehr, dass er nicht nur vorbeifliegt, sondern sich auch auf meine Hand setzt. Doch mit Gewalt machen kann ich das nicht. Ihm mit einem Köcher hinterherjagen bringt nichts. Und die Erfolgschancen sind zumindest bei mir doch sehr gering. Und als zweites kommt mir die Jahreslosung von 2014 in den Sinn. Gott nahe zu sein ist mein Glück, ein Wort aus dem Psalm 73. Am liebsten würde ich dem Beter auch etwas kritisch fragen, ob Gottes Nähe für ihn wirklich Glück ist und mit ihm dazu diskutieren. Und während ich diesem Gedanken nachhänge, entdecke ich eine kleine, aber feine Verbindung zwischen diesen Gedanken. Auch Gottes Nähe kann ich nicht einfach so machen. Genauso wie ich den Schmetterling nicht auf meine Hand zwingen kann. Vielmehr überrascht mich Gott in leisen und ruhigen Momenten, genauso wie in aufgeregten und turbulenten Zeiten. Vermutlich kann ich nur aufmerksam sein
Aufmerksam gegenüber den glücklichen Momenten im Jetzt und Hier, genauso wie für die Momente der Gottesnähe. Die Erzählung von Hektor, die habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist ein Buch, Hektors Reise oder Die Suche nach dem Glück heißt es, von einem französischen Autor. Und Hektor, der erlebt auf seiner Weltreise eine ganze Menge. Er hat ein kleines Notizbuch dabei, in welches er seine Beobachtungen in einfachen Sätzen schreibt. Das zu lesen empfand ich als herzerwärmend und ich kann es nur jedem empfehlen. Jetzt hast du Zeit, zur Ruhe zu kommen. Du kannst sie nutzen, um über Glück nachzudenken, dich an glückliche Momente zu erinnern, um dir selbst nahe zu sein und auch Gott nahe zu sein. Guter Gott, glücklich sein, das wünsche ich mir. Manchmal fällt es mir leicht, manchmal schwer. Öffne du meine Augen für diese Zeiten und schenke mir auch solche Momente mit dir. Zeige dich in besonderer Weise allen, die gerade keinen Grund zum Glücklichsein haben oder finden. Schenke ihnen Kraft und Menschen an die Seite, die für sie da sind. Geh in die kommende Zeit im Frieden und mit dem Segen Gottes. Ich wünsche dir gute Musik im Herzen, fröhliche Melodien im Kopf, ein wunderbares Lied auf den Lippen. Ich wünsche dir Hoffnung, wenn alles ausweglos erscheint.
Ich wünsche dir, dass Gott jeden Tag eine gute Nachricht für dich bereithält. Ich wünsche dir, dass dein Leben Heil erfährt in Fülle. Ich wünsche deinen Ohren, dass sie das Leise hören und merken, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Ich wünsche dir Gottes Segen, der dich umhüllt wie eine wärmende Decke. Ich wünsche dir, dass dich Gott hält, wenn du fällst.